time saying this is it, I've had enough. Cause like we hadn't seen each other in a month when you said you needed space. What? Hallo liebe YouTuber, zum ersten Mal seht ihr meine neue Frisur in diesem Video. Ich habe euch ja auf den Laufenden gehalten auf Twitter und Instagram und euch gesagt, dass ihr es im Sonntagsvideo seht. Und ja, wenn wir schon mal beim Sonntag sind, ich wünsche euch allen einen wunderschönen ersten Advent. Heute gibt es auch eine Verlosung, also irgendwann wird in diesem Bildschirm ein Türchen folgen, da könnt ihr draufklicken zur Verlosung und es wird jeden Sonntag kommen und generell wird euch im Monat Dezember sehr viele Verlosungen erwarten, weil ich euch einfach Dankeschön sagen möchte. Also wir haben die 70.000 geknackt und ich habe darauf gewartet, bald sind wir 100.000, also ich hoffe, dass wir irgendwann bei 100.000 sein werden. Und ja, wie gesagt, schaltet jeden Sonntag ein, da erwartet euch eine Verlosung, aber schaltet auch die restlichen Tage ein, weil ich denke, dass in diesem Monat sehr viele Videos folgen, also ich würde schon sagen, fast jeden Tag, vielleicht einen Tag nicht, aber ich halte euch wie immer auf Twitter, Instagram und Facebook auf den Laufenden, ne? Also folgt mir dort, wenn ihr mir dort noch nicht folgt, weil die Verlosungen werden auch auf anderen Plattformen stattfinden und ich werde euch nochmal alles in der Infobox verlinken, aber haltet eure Augen offen, irgendwo wird ein Türchen erscheinen und dann müsst ihr draufklicken und dann kommt jetzt zu der Verlosung. Und es ist immer nicht nur eine Verlosung, sondern mehrere Verlosungen, aber wie gesagt, im Laufe des Monats folgen noch ganz viele Verlosungen. Ich hoffe, ihr freut euch und nochmals danke für über 70.000 Abonnenten und ihr seid einfach großartig. Und ich würde sagen, wir beginnen mit meinem Favoritenvideo. Morgen gibt es Näheres zu meinen Haaren, also morgen wird ein Follow Me Around online kommen, falls ich es schaffe, es zu bearbeiten. Und egal, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video und wir beginnen mit den Produkten und fangen mit Pflege an. Und zwar mit diesem Produkt. Ich möchte euch ein Produkt in die Kamera halten, das ich schon unzählige Male in die Kamera gehalten habe, aber ich verliebe mich immer wieder neu in dieses Produkt. Und zwar ist es von Soap & Glory, die Body Butter. Und es ist einfach ideal jetzt für den Winter, weil euer Körper bestimmt, beziehungsweise eure Haut mehr Pflege braucht, weil es sehr kalt draußen ist und man muss sich öfters duschen. Und ja, spielen ganz viele Faktoren eine wichtige Rolle. Und ich kann euch diese Body Butter wirklich ans Herz legen. Die kostet, glaube ich, schon um die 15 Euro. 15 bis 20 Euro kostet die. Könnt ihr bei Douglas kaufen. Und ich finde, es ist ein sehr schönes Geschenk für eure Freundin. Für eure Freundin oder für eure Mutter. Dieser Duft ist so genial. Das riecht so wundervoll mädchenhaft. Und die Verpackung ist auch schon so wundervoll mädchenhaft. Also schaut euch dieses Produkt unbedingt an. Es ist mein allerliebstes Produkt. Geht leer. Und ich bin wirklich sehr traurig darüber. Und ich denke, ich werde es mir vorerst nicht nachkaufen, weil ich habe hier bestimmt 10 Body Lotions irgendwo rumfliegen und die müssen erstmal aufgebraucht werden. Und das ist wirklich schlimm. Aber dieses Produkt ist wirklich mein Liebling und ich liebe es, mich einfach mit dieser Body Butter einzucremen. Und das ist immer so ein schönes Gefühl und damit könnt ihr so gut einschlafen und ach, alles Mögliche. Und kann ich nur empfehlen. Also Pflege ist auch super, Duft ist auch super, alles ist super und der Preis ist wirklich gerechtfertigt. Also mir hat es jetzt ein Jahr gehalten und das ist schon recht lange. Und ja, da sind, wie viel? 250 Milliliter drin. Das nächste Pflegeprodukt, das ich euch zeigen möchte, ist ein Face Cleansing Gel. Und zwar ist es von Opale Monaco. Es ist eine neue Marke, soweit ich weiß. Also die Firma hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich das gerne testen möchte. Und ich habe es jetzt ausgiebig getestet und es ist wirklich genial, Leute. Und ich verrate euch auch, warum. Und zwar ist es jetzt wieder eine längere Geschichte. Ende des Sommers hat es circa angefangen, dass ich um die Nase rum hier trockene Stellen bekommen habe. Und es war richtig komisch, weil wir hatten ja nicht Winter, das war wirklich Ende des Sommers. Und ich hatte das jetzt schon über einen Monat lang. Also wenn ihr meine älteren Videos anschaut, habt ihr das auch manchmal gesehen. Es war hier rot und trocken. Also man bekommt es ja meistens im Winter, wenn man sich zu häufig die Nase putzt oder so. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und eine Freundin von mir hat Neurodermitis und das heißt, sie hat ja auch trockene Stellen. Und ich habe ihre Creme sogar verwendet, auch an dieser Stelle hier. Also eigentlich nur an dieser Stelle. Und es hat alles nichts geholfen. Also ich habe mir wirklich viel drauf geklatscht. Also Vaseline, dann eine reichhaltige Creme und alles Mögliche. Und ich wusste nicht, an was es liegt, also oder an was es liegen konnte. Und ich habe auf jeden Fall dieses Produkt ausprobiert. Es ist halt, wie gesagt, ein Cleansing Gel und hier ist so ein Pumpspender. Dann macht man zwei Pümpchen, schmiert es sich aufs Gesicht und dann schäumt es so schön. Und ich habe diese Stelle halt ja, separat gereinigt, also intensiver als die anderen Stellen und auf einmal war es weg. Also das war ganz, ganz komisch. Ich habe natürlich auch andere Gesichtsreinigungsdinger benutzt und
Als ich das benutzt habe, war es einfach weg und ich habe es nicht verstanden. Und deswegen finde ich das so genial. Und falls es euch interessiert, die Inhaltsstoffe sind auch sehr, sehr gut. Also alles ist sehr natürlich und die ganzen Sachen stellen sie sehr natürlich her. Und deswegen hat es mich total überzeugt. Wenn es es auf dem Markt gibt, also in Deutschland zu erhalten, dann werde ich es euch auf jeden Fall erzählen, weil ich bin total überzeugt von diesem Produkt. Und ja, kann ich jedem nur ans Herz legen. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es euer Gesicht noch mehr reinigt. Also meine Haut fühlt sich danach an wie Babypopo. Die ist noch weicher als sonst. Also ich habe ja keine Unreinheiten oder so, aber die hat sich einfach so richtig, ich weiß nicht, das war so weich und so, ich war voll geflasht davon, weil es so weich war. Ich hatte es noch nie und deswegen stehe ich zu 100% dahinter und deswegen kann ich es euch zu 100% empfehlen, wenn es es in Deutschland geben würde. Also bald hoffentlich. Und ja, das war mein allerliebstes Produkt im November und es wird, glaube ich, auch weiterhin mein allerliebstes Produkt bleiben. Kommen wir jetzt zu den Beauty-Sachen, weil ich habe schon wieder so viel gelabert. Auf jeden Fall, ja, zeige ich euch jetzt einen Nagellack und zwar der von OPI. Ich habe ihn in den letzten 7 Videos dran gehabt. Also ich hatte ihn wirklich oft dran. Und ihr habt mich auch häufig gefragt, welcher Nagellack das ist. Es ist auf jeden Fall ein Nagellack von OPI und zwar Mur Mur on the Wall. NLF61. Ich habe auch darüber einen Blogpost geschrieben. Und ja, diese Farbe ist eigentlich sehr. Ich finde diese Farbe einfach so aufregend. Die ist so einzigartig spannend. Und ihr seht ja, das jongliert so lila, aber ist noch ein bisschen mit Gold und Grün und wunderschöne Farbe. Und deckt in 2 Schichten. Also eine würde auch reichen, aber ich bevorzuge lieber 2. Und ganz große Liebe war diese Farbe in diesem Monat. Dann kommen wir zu einer Fußcreme. Das kommt eigentlich in Pflege rein, aber ist ja egal. Und zwar war sie mal in meiner Pinkbox, bevor ich sie gekündigt habe. Und zwar ist es eine, wie gesagt, Fußcreme, die nennt sich jetzt Rosencreme mit Urea. Und ist halt eine Fußcreme offiziell. Da steht regenerierend, Feuchtigkeit spenden und intensiv pflegend. Und ich habe hier mehrere Fußpflegen, aber die hat mich echt überzeugt. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass meine Hornhaut zurückgegangen ist und dass meine Füße total weich und geschmeidig waren. Und das brauchen wir im Winter. Und deswegen kann ich euch dieses Produkt wirklich empfehlen. Es ist einfach genial. Und ihr habt auch die nächsten Tage noch so einen Film drauf. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach dem Duschen es benutze und dann noch am nächsten Tag, dann ist noch dieser Film um euer Fuß und man merkt einfach, wie gepflegt die sich anfühlen. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, deswegen ist dieses Produkt irgendwie total genial und ich liebe dieses Produkt. Dann zu einer BB-Cream. Und zwar ist es eine asiatische BB-Cream. Und wie ihr wisst, kommt ja BB-Cream aus Asien und die sollen die besten sein. Und ja, ich rede von der hier. Ich werde euch mal den Link in der Infobox verlinken. Ist halt ja eine BB-Cream mit Lichtschutzfaktor 42 von der Marke Mischa, glaube ich. Also nehme ich mal an. Ich habe das Gefühl, als ich das aufgetragen habe, ne, nach dem hier, also das ergänzt sich ganz gut, habe ich dieses Produkt mal an einer Seite ausprobiert und man hat richtig gemerkt, wie diese Seite viel ebenmäßiger war als die hier. Also die war so schön einfach, also als Hautbild an sich total schön und ich war total begeistert davon. Irgendwie hat es mich total umgehauen. Kennt ihr das? Und das hat mich voll sprachlos gemacht. Und dann habe ich das auch meiner Schwester erzählt, aber die ist noch nicht dazu gekommen, dieses Produkt zu testen. Ich bin auf jeden Fall sehr beeindruckt von dieser BB-Cream. Ihr wisst, ich habe auch die von L'Oreal und die von Astor und die von Balea. Ich habe wirklich viele BB-Creams. Aber dieses Produkt ist irgendwie anders. Also es hat mir richtig gut gefallen und darüber noch mein Make-up. Es war einfach ein sehr schönes Ergebnis. Also ich trage es auch heute. Also mein Gesicht, ich weiß nicht, sieht halt aus wie immer, aber wie gesagt, das ist sozusagen meine Base. Ich habe es auch so getragen, aber ich trage es lieber noch mit bisschen Make-up, also an ein paar Stellen, so vereinzelt, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, schaut euch mal dieses Produkt an, falls ihr auf der Suche nach einer BB-Cream seid, die wirklich gut ist. Also ich kann sie euch wirklich empfehlen. Dann möchte ich euch ein Produkt zeigen, das ich diesen Monat ständig getragen habe. Und zwar ist es die Palette von Essence. Und zwar ist es die 05 To Die For. Ich habe sie so oft verwendet, so gut wie jeden Tag. Und die Palette ist wirklich so genial für den Preis. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach nur top. Man kann wirklich nicht meckern. Also ich weiß nicht, es kostet unter 3 Euro. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Um die 2 Euro und 2 Euro ein paar gequetschte. Also die habe ich schon länger. Ich kann euch mal mein DM-Haul suchen. Und da habe ich es bestimmt eingeblendet, die Preise. Und ja, ist eine sehr natürliche Palette. Also falls ihr Schminkanfänger seid, kann ich euch diese Palette wirklich ans Herz legen. Da habt ihr alles dabei. Also sehr natürlich.
natürliche Farben und ja, auf jeden Fall empfehlenswert und auf jeden Fall ein Blick wert, falls ihr auf der Suche nach so Paletten seid. Dann möchte ich euch ein Lippenprodukt zeigen, das ich auch gerade auf meine Lippen trage. Also ihr merkt, ich trage sehr viele Produkte heute auf meinem Gesicht oder auf meine Nägel oder sonst wo. Und zwar ist es ein Lip Liner von P249 Dancing Girl. Und ich habe euch ja schon mal verraten, dass ich Lip Liner sehr praktisch finde, einfach weil sie viel länger halten als Lippenstift. Also ich habe immer Angst bei Lippenstiften, dass sie irgendwann ja, nicht mehr gut sind. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen bin ich von Lip Liner voll überzeugt und dann tue ich es mir einfach drüber machen, dann noch ein Lippenprodukt drüber und sogar drunter und dann fühlt sich das auch wie ein Lippenstift an. Also dieses Produkt ist wirklich gut. Also ich mag die Farbe sehr gerne, ist sehr natürlich und ich würde sagen, dass es jedem steht. Und dann habe ich ein Produkt von der lieben Nihan sehr gerne benutzt und zwar den Eos Lip Balm, den sie mir geschenkt hat. Vielen herzlichen Dank. Ich habe den ja auch in Watermelon und ihr seht, da ist ein bisschen Farbe vom Lip Liner drauf und ja, finde ich sehr gut, kann ich empfehlen. Gibt's auf Miyakosa oder auf, wo gibt's denn die noch? Amazon, eBay, so, da könnt ihr mal schauen auf jeden Fall. Ist dieses Produkt einfach so süß halt, ne? Also so zum Aufdrehen und dann kommt da so eine Kugel raus und dann macht ihr das schnell und dann tut ihr das wieder zudrehen und ja, sehr lustig von der Handhabung. Das nächste Produkt, das ich euch zeigen möchte, ist die Astor Palette und zwar die Farbe 160 Warm und ich benutze diese Palette ständig, seitdem ich sie besitze, vor allem diesen Schwarzton. Ich habe in der Drogerie noch leider keinen schwarzen Lidschatten gesehen, also so wirklich schwarz, also schwarz mit Glitzer. Also ihr könnt bei P2 einen matten schwarzen Lidschatten ergattern, aber so einen Schwarzton mit Glitzer habe ich noch nirgendwo gesehen und ich benutze ihn immer. Und wenn ihr einen schwarzen Lidschatten habt, dann könnt ihr eigentlich voll viele gute Smoky Eyes Looks schminken. Also ich benutze ihn heute auch in der Lidfalte, also eigentlich benutze ich ihn ständig für die Lidfalte, also im äußeren V und dann noch nach rein und dann ziehe ich den meistens noch rein und es ist einfach immer ein sehr schönes Ergebnis. Also es gibt euch mehr Ausdruck in den Augen und es sieht immer sehr schön aus und gibt euch einen kleinen Hauch von Smoky Eye und es gefällt mir super duper. Und diesen Pinsel hier von Sue Eva möchte ich auch nie wieder in meiner Sammlung vermissen und zwar ist es der 230 Pencil. Ich habe ja eine ausführliche Sue Eva Pinsel Review gedreht und das ist auf jeden Fall einer meiner Lieblinge. Ich habe es euch schon in meinem letzten Favoritenvideo gesagt, aber ich muss den euch einfach nochmal zeigen. Also falls alle meine Pinsel weg wären, würde ich gerne diesen Pinsel haben wollen als einzigen Pinsel, weil er einfach so genial ist. Also multifunktionsfähig, also nicht nur für die Lidfalte, man kann auch damit sehr schön verblenden. Man kann auch sehr schön highlighten damit, also sei es hier oben unter der Braue oder im Innenwinkel unseres Auges. Und ja, auf jeden Fall ganz große Liebe dieses Produkt. Das war's dann mit meinem Favoritenvideo. Ich hoffe sehr, dass euch mein Video gefallen hat. Und wenn es so ist, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem hoffe ich, dass ihr mein Türchen gefunden habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der Verlosung wieder, falls ihr Lust habt mitzumachen. Und ich hoffe sehr, dass euch meine Idee gefällt und meine Verlosungen jeden Sonntag und generell die Verlosungen, die kommen werden. Aber ja, ist ja auch egal. Danke fürs Einschalten und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Tschüss!